Mai nächsten Jahres weitermacht, die eine Autovorrangpolitik gemacht hat in den letzten 4 Jahren und den ÖPNV zurückgeworfen hat, im Gegensatz zu der rot-grünen Vorgängerregierung, oder ob die Mehrheiten verlieren. Also insofern haben die Menschen schon eine Entscheidung, wo die knappen öffentlichen Finanzen mehr hingeleitet werden und wo sie weniger hingeleitet werden.